Kunststoffplatten wie die hinter mir verarbeiten wir zu Formteilen. Diese Kunststoffe, die reichen von konventionellen Kunststoffen, aber auch zu biobasierten Kunststoffen. Designtechnisch ist hier einiges möglich. Also so eine Platte kann eine High-Gloss-Oberfläche haben, eine bestimmte Narbung, aber auch eine Folie, die ein bestimmtes Design abbildet. Beim Tiefziehen, da benutzen wir Aluminiumwerkzeuge. Generell braucht man beim Tiefziehen nur eine Werkzeughälfte, da das Material über das Werkzeug gezogen wird. Für Prototypen, da können wir auch Holzwerkzeuge bauen, die sind recht einfach und damit kann man dann ein paar Teile an Prototypen machen. Die Platte, die wir eben gesehen haben, ist jetzt in einem Spannrahmen. In dem Spannrahmen wird sie erhitzt und dann kommt das Werkzeug von unten und die Platte wird per Vakuum über das Werkzeug gezogen. Bei dem ganzen Prozess sind die Parameter das Wichtigste, also die Temperatur, wie lange es dauert und so weiter. Wenn wir ein Produkt entwickelt haben, dann speichern wir diese Parameter und rufen die dann immer wieder ab, sodass eine extrem genaue Prozessgenauigkeit erzielt wird. Ihr fragt euch jetzt aber, wie das Endprodukt aussieht, das zeige ich euch jetzt. Ihr seht, das Teil ist jetzt auch schon fertig. Was hier besonders ist, wenn wir ein Produkt entwickeln, dann ist es einmal die Materialstärke, also wie dick das Material ist, und auch die Eigenschaften vom Material. Hier ist es jetzt ein ABS. Das bestimmt dann, wie stabil am Ende das Produkt ist. Gebt mir einen Moment, ich mache mal kurz das Produkt fertig. Oh, und schon ist der Koffer fertig. So schnell geht das manchmal. Damit sind wir auch schon am Ende des Videos. Wie immer, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt mir bei LinkedIn oder schreibt mir eine E-Mail und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann!